Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechtlern und das Thema Masernschutzimpfung bei Neuaufnahme in Krippe und Kita war natürlich auf diesem Kanal in letzter Zeit aufgrund der Corona-Krise ein bisschen seltener zu hören und zu sehen. Aber das Verwaltungsgericht Magdeburg hat ganz aktuell einen Fall auf dem Richtertisch gehabt, der doch sehr spannend zu sein scheint. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, das heißt, da ist immer noch eine Berufung dagegen möglich. Ob das passiert, wissen wir nicht, aber zumindest das, was das Verwaltungsgericht Magdeburg schon mal gesagt hat, lässt aufhorchen. Denn die hatten die Frage zu entscheiden, wie ist denn das, wenn ein Kind zum Stichtag 1. März 2020, als das ganze Masernschutzgesetz sozusagen mit seinen Wirkungen in Kraft getreten ist, wenn ein Kind bereits zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Einrichtung betreut war, und somit eigentlich für den Übergangszeitraum noch entsprechend Zeit hätte, einen Nachweis zu erbringen, dann aber die Eltern und das Kind beschließen, die Einrichtung zu wechseln und die dann neue Einrichtung sagt, hey, wir würden gerne den Nachweis der Masernschutzimpfung von euch sehen, weil ihr seid ja jetzt hier neu. Und wenn dann die Einrichtung sagt, okay, ohne Masernschutzimpfung oder Nachweis von irgendwelchen Komplikationen oder einem schon bestehenden Masernschutz. Das wollt ihr nicht vorlegen, liebe Eltern. Okay, dann betreuen wir euer Kind nicht. So, dann hat das Verwaltungsgericht Magdeburg gesagt, auch wenn ein Kind bereits betreut war, dann aber die Einrichtung wechselt, dann ist entsprechend das Kind oder der Masernstatus so zu behandeln, als wenn es eine komplette Neuaufnahme eines Kindes in eine Gemeinschaftseinrichtung gewesen wäre. Das heißt, nur weil ein Kind irgendwann einmal zum Stichtag 1.3. bereits betreut war, heißt das nicht, dass sich dann die Eltern bis zum Ende des Übergangszeitraumes mit dem Nachweis eines Masernschutzes entsprechend Zeit lassen dürfen, wenn sie die Einrichtung wechseln. Und das bedeutet eben, liebe Träger da draußen, ja, ihr könnt dann oder ihr müsst dann wieder bei der Neuaufnahme eines solchen Kindes den Masernschutz oder den Nachweis hierüber entsprechend einfordern. Und die Eltern ihrerseits können nicht, wenn eine Kita sagt, naja, kein Nachweis, okay, dann keine Betreuung. Die Eltern ihrerseits könnten dann, so das Verwaltungsgericht Magdeburg, ihrerseits eben nicht gegenüber der Kommune sagen, okay, dann weise mir mal einen anderen Kita-Platz für mein Kind nach. Denn, das Gericht hat es gesagt, das Gesetz ist so zu verstehen, dass es eben so schnell wie möglich auf den Masernschutz ankommt. So sind auch die Gesetzesbegründungen entsprechend zu verstehen. Und deshalb sei das Kind so zu behandeln, als wenn es noch nie vorher eine Einrichtung besucht hätte. Das zum Thema Masernschutz. Es wird garantiert nicht das letzte Video dazu sein. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.